Wir saßen hier in der Seeperle am Frühstückstisch und haben den tollen Blick auf die Hale. Und man schaut immer mal raus und da rief meine Tochter auf mal, da steht ein Wolf auf der Hale. Ja, fassungslos waren wir, ja. Wir dachten alle erst, die veräppelt uns, sind dann aber aufgestanden und haben geguckt. Und dann war es wirklich so. Und dann, ja, was machen wir? Und dann erstmal die Feuerwehr angerufen. Ja, zuerst haben wir uns erschrocken. Wir haben aber erst auch gedacht, vielleicht ist es ein Hund. Aber nach genauerem Hinsehen haben wir doch festgestellt, dass es wohl ein Wolf ist, ja. Zunächst haben wir uns das kurz angeschaut und wir haben gedacht, der begibt sich aber auf dünnem Eis. Und es dauerte nicht lange, da brach der Wolf ein ins Wasser und ging baden. Und dann haben wir sofort einen Notruf abgesetzt. Ja, die haben erstmal gefragt, wo wir sind, ob das Tier verletzt ist, aber das konnten wir alles nicht sehen. Es war ja noch ein bisschen weiter weg von uns. Und ein paar Fragen gestellt, wo wir sind, wie lange der schon im Wasser ist. Und ja, dann haben die mich von der Feuerwehr weitergeleitet zur Polizei hin. Und dann kam auch nachher Hilfe. Meistens dauert es ja doch, bis dann irgendwo ein Rettungsdienst kommt. Aber das war schon in Ordnung für uns. Und dann ging er natürlich andere Seite zum Ufer und wieder auf den Acker. Wir wissen natürlich auch nicht wohin, aber wir haben unser Möglichstes und Nötigstes getan. Und die Polizei war informiert und ja. Egal, auch wenn es ein anderes Tier gewesen wäre, ein Hund, auch gefährliche Tiere, wie der Wolf jetzt zum Beispiel, man muss den Tieren helfen. Wir standen hier auf dem Balkon, hoch und trocken und da konnte uns nichts passieren. Und von daher habe ich in dem Moment eigentlich keine Angst gehabt, nein. Und dieses hier, ich denke, das ist ein Erlebnis, das wird man nicht vergessen und das wird auch wirklich in den nächsten Jahren wohl kaum wieder vorkommen.